Geocaching ist ja das, die Plattform, worüber das jetzt machbar ist. Mhm. Und an Tank Florale fand ich halt gut. Und ich hatte das verbunden mit schon einem Event, der gelaufen ist, auch mit Naturschutz. Und ich finde es eben gut und wichtig, dass man da auch für die Stadt halt, wo man halt oder den Lebensraum halt da was tut, ne? Mhm. Da sich einsetzt und da auch was gestaltet, mal aktiv mitwirkt. Geocache, eine Art Schnitzeljagd mit GPS-Geräten, sorgte am 26.04.2014 im Kreizer Heimbergpark für Sauberkeit. Dank dem ersten CITO-Event in Kreiz. CITO steht für Cache In, Trash Out und heißt so viel wie: Wir platzieren hier einen Schatz und nehmen dafür den Müll mit. Aber es ging noch weit darüber hinaus. Im Park ist also jetzt schon in Ordnung hier. Sieht gut aus, die Zugangswege sind frei, die Treppen sind begehbar wieder. Der Müll ist gelesen, also auch die Zugangswege zum Park, ne, wie es eben früher eigentlich mal so ein richtiger Park war, sind jetzt schon wieder ansehnlich. Ne, dass also auch die Leute dann wieder mal Freude haben und viele haben auch schon eine Resonanz jetzt gesagt, also wo sie hier vorbeigekommen sind, was macht ihr hier und oh, super und wir bedanken uns und so. Also, ne. Also wird super angenommen, die Leute kommen von überall her, also Plauen, Gera, den Umkreis von Kreiz und sogar von Brandenburg haben wir heute noch Gäste, die haben sich noch angekündigt, von Geocaching selber, Bürgerinitiative Kreiz, weil wir Kreiz lieben, ist dabei und ja, super, Stadt Kreiz macht super mit, Landratsamt und haben alle da irgendwie mit ihren Beitrag geleistet, viele Sponsoren dabei. Also ich weiß jetzt nicht genau die Anzahl, aber ich sag mal so, wird ja überall gewerkelt. Ne? Also kann man sich eigentlich nicht beklagen auf jeden Fall. Ne? Finde ich eigentlich in Ordnung. Ja? Wie gesagt, es ist halt für jeden Cacher gibt es ja dann ein Pünktchen auch dafür und da ist ein kleiner Ansporn da. Aber warum nicht? Ja?